Welcome, pilots. This is a volunteer mission. During the last op, one of our pilots suffered engine failure and was unable to land. We're going to bring him home. Willkommen, Piloten. Während einer unserer letzten. Das ist eine freiwillige Mission. Während einer unserer letzten Operation ist einer unserer hat einer unserer Piloten einen Motorschaden erlitten und war nicht mehr in der Lage zu landen. Wir sind nun dabei, ihn zurückzuholen. As Red 3 was lost at our last location known to the Cylons, it is possible that there will be a strong enemy force in the area. This mission is not simply to rescue Obit, but to determine the size of the Cylon force committed to finding the Theseus. Als Red 3 verloren wurde, ist unsere letzte, die letzte bekannte Position von ihm, unsere letzte bekannte Position bekannt zu den Cylonen. Ist es possible, dass wirklich, dass dort eine starke feindliche Kräfte sein im Gebiet sein werden. Diese Mission ist nicht einfach eine Rescue, eine Rettungsmission für Obit, aber auch so, um die Stärke der feindlichen zylonischen Kräfte zu bestätigen, die die Theseus finden wollen. Orange Lead, Assault Raptor 1342 will conduct the search and rescue effort. Hammer has volunteered to be the ECO for this mission. If hostiles are present, you are to follow full emissions control protocols. Try to find Obit and get out of there undetected. Orange-Führer, der Angriffsraptor 1342 wird diesen Such- und Rescue-Versuch unternehmen. Hammer hat sich freiwillig als ECO, keine Ahnung, irgendwas mit elektronische Counter-Operation vielleicht, freiwillig für diese Mission gemeldet. Wenn Feinde dort vorhanden sind, folge den Emissionskontrollenprotokoll. Versuche Obit zu finden und versuche unentdeckt zu fliehen. Once you find our pilot, Orange 2 will be deployed to commence SAR operations when the area is secure. They will remain in a fallback position within wireless range until given the signal to jump in and retrieve Red 3. Wenn du, wenn der Pilot gefunden will, Orange 2 wird eingesetzt werden, um die SAR-Operation auszuführen, wenn das Gebiet sicher ist. Sie werden so lange in einer zurückgezogenen Position in Funkreichweite verbleiben, bis das Signal gegeben ist, zu springen und Rot 3 aufzusammeln. If we're going to do this, we need to do it quickly. Every minute we spend is a minute of Obit's O2 supply. If you're going to volunteer as the pilot for this op, meet me outside of the briefing room. I need you suited up and on the flight deck, ASAP. Wenn wir das tun wollen, müssen wir es jetzt sehr schnell tun. Jede Minute, die wir verlieren, ist eine Minute von Obits Sauerstoffversorgung. Wenn du das freiwillig tun willst, als dieser Pilot für diese Mission, treff mich außerhalb des Einsatzbesprechungsraums. Ich brauche dich sofort angezogen und sofort bereit an Flugdeck. So, willkommen zurück bei Diaspora. Endlich kann ich es wieder aufnehmen mit der X-Story jetzt. Es geht, ich habe es getestet. Ich hoffe, der Sound wird auch aufgenommen. Ja, das ist die Mission, wo ich das Problem hatte. So, dann fangen wir mal an. Kampfstern Theseus, Ophion, hoher Orbit. Jumping out of here soon. I'll keep you updated on anything over wireless. Just do the flying. Jetzt springen wir mal Obit zurück. Jump complete. I'm reading two Dratus contacts, Cylon Raiders. Might be a rear guard.
They haven't detected our emissions yet. As long as we don't shoot or get too close, we should be fine. Holy frack! Comms traffic's a mess. I can't make heads or tails out of anything. I'm not sure if it's because civvy channels are flooded, the clankers are jamming everything, or both. I'm picking up a faint wireless signal. It's too weak for an exact fix, but we can try to trace it. I'm not reading anything on Dratus other than the toasters. But if we can get within a click or two of that signal, I can get a lock. Also, I don't think they've detected it yet. As long as we keep our distance from the Cylons and we don't fire our weapons, this should go very smoothly. I'm reading a faint Dratus contact. Damn. Just lost it. Aber ihr seht schon die Signalstärke hier. Dort ist Orbit. Hoffen wir mal. Und ich habe die Mission jetzt natürlich ein paar Mal gespielt. Ich weiß jetzt genau, was passiert. Um herauszufinden, wie ich es aufnehmen kann. Signalstärke nimmt zu. Wir kommen also dem Signal näher. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir die Zylonen nicht näher als etwa 3 Kilo. I lost the transmission. It seems to be jammed at the source. Sir, if the Theseus is under attack, we should abort mission. This is Orange 2 to Orange Lead. Sir, for all we know, it's a fake transmission from the toasters. I suggest we proceed with the mission as ordered. Okay. Ein Notruf der Theseus, aber anscheinend meint Orange 2, es wäre eine Falle der Zylonen. Deswegen werden wir weiterhin Orbit suchen und uns dann zurückziehen. Haben das Signal ja gleich gefunden. Wir dürfen jetzt nicht näher als 3000 an diese Zylonenjäger rankommen. Ist mein Mikro an? Ja, gut. Nein, aber manchmal vergesse ich es anzuschalten. Ist schlecht. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Das heißt, wir sind die nicht bemerken die auch nicht. Okay, er lebt noch. This is SAR Raptor 1342 to Red 3. We have received your wireless signal and are here to render assistance. Thank the gods. Stand by. Orange 2 will jump in to retrieve you. Okay. This is Orange 2. We are ready to retrieve Red 3. Jetzt werden die Zylonenjäger natürlich die Sprungsignatur genau von Orange 2 sehen. Wir bleiben noch da, bis sie melden, sie haben ihn, dann springen wir so schnell wie möglich zur Theseus zurück. Damit die uns hier nicht abknallen. Ich bremse ab und hoffe, dass der nicht lange genug reinkommt. Das wird jetzt gleich lustig. Scheiße. Hier gleich. We've been detected! Looks like we'll have to fight our way out of this one. Komm schon, melde, dass ihr den habt. Melde, dass ihr den habt. Verdammt, Raptor, kein Jäger. Red 3 is secure. Returning to Theseus, Orange Lead. Und tschüss. We should return to the Theseus immediately. Multiple Cylon contacts. Long range Stratus is still cracked up. Ja, das How ist the hell did they find us? Theseus, Orange Lead. Think the Lords are distress call was received. Our fuel lines are under an internal explosion, which also damaged our FTL. The Cylons then jumped in. Internal fires have blocked access. Ah, hier ist nichts erfahren. We haven't been able to launch any birds. And long-range wireless is being jammed. God damn. With the fuel lines rupture and those fires, they defend artillery reserves. Crack me. The emergency reserves are barely enough for... Pilots, you need to buy us time to get our FTL back online. Okay, wir fliegen uns ein bisschen zu nah an die Theseus. We should be able to get more birds in the area. Könnte ein Fehler sein. Wir werden sehen. Ich muss dran denken, ich kann hier gleiten. Nicht so wie sonst. Oh, da hat einer auf mir abgesehen. Nachher nochmal die Konfiguration von den Tasten beim Joystick anschauen, damit ich weiß, welche Taste welche war. Das ist jetzt relativ, naja, so spontan nicht. Ich bin froh, dass wieder angefangen zu können. Ich habe mich richtig drauf gefreut. Natürlich bin ich mir immer hier etwas ruhiger, damit ich mich konzentrieren kann. Gut, der ist schon mal zurück. Jetzt wieder einer gesehen. Okay, die haben Raketen an Bord, das ist schlecht. Der hier knallt gerade gegen den Theseus und wir auch. Das war natürlich nicht so gut. Aber das Hauptproblem wird noch kommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich
habe die Mission, glaube ich, schon geschafft. Ich hoffe, ich schaffe sie heute auch gleich beim ersten Mal. Entfernung ich auf 1,5 ran. Dann setze ich das Ding ein. DCS, this is Yellow Lead. Distress call is received. We're moving into engage. Hold tight. Kriegt Verstärkung. Und die Heavy Raiders wollen T-Size Carpan, verdammt nochmal, ist denn jetzt. Okay, einfach so wäre natürlich auch gegangen. Kann ich den nächsten abfeuern, Hauptsache die Dinger kommen nicht rein. Und das war. Ja, Bombe abzuschießen war schon immer einfach. Noch mehr Heavy Raiders, da. Oh shit, der ist schon nah an der T-Size. Das ist schon scheiße nah natürlich. Jetzt doch das noch. Check your six. Ja, ich weiß. Das ist kein Heavy Raider, aber ich fürchte. Der da hat es auf uns abgesehen. Das ist ein Heavy Raider, praktischerweise. Okay, der recht nah ran. Grail und Fractal waren die Heavies. 70% Integrität. Fox One. Warten, bis die Rakete einschlägt, sonst schießen wir sie ab. Feuer frei. Wir sind zu nah am Flakfeuer von der T-Size, den haben wir. Wir opfern uns für die T-Size. Wenn die T-Size stirbt, sind wir auch tot. Schaffen wir das und hoffentlich reicht mein Festplattenspeicher. Ja, ich hab's gestern erst nochmal geleert. Also ich werde das jetzt als eine Folge hochladen, eine Mission, ein Missionsversuch, eine Folge. Ich hoffe, dass ich dann auch noch andere Sachen hochladen kann an dem Tag, aber wahrscheinlich wird der Teil recht groß. Die Soyuz hat jetzt ihre Hauptbatterien wieder oben, man merkt's, die Raider zerplatzen nur noch. Und die ersten Viper sind da. So ein Kampf Raptor, das ja nicht mehr Bomber ist. Wie gegen die wendigen Raider ein Dogfight. Das ist nicht so einfach mit den Dingern. Weil die T-Size drauf schießt, wird das schon eher was. 69% Höhlenintegrität, das geht noch. Killliste. Wie viel habe ich denn? Dieses Cockpit an sich hier, also normalerweise hast du nur das Interface ohne wirkliches Cockpit. Bei FreeSpace ist es ein bisschen schade und bei Diaspora ist es der erste Mod, der wirklich diesen
Cockpit-Ansicht hat. Es gibt noch einen Mod für FreeSpace SCP. Da sehen die Cockpits nicht so toll aus. Wollen wir mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege. Es gibt eine Möglichkeit, das auch so gut hier hinzukriegen wie das, geht aber nicht mit allen Jägern. Oh, das sieht schon ziemlich geil aus teilweise. Da fliege ich lieber nicht rein. Ja, ihr seht, die Raider werden jetzt nur von dem Hauptgeschützen der Theseus vor allem zerbröselt. Als er auf mich abgesehen hat. Was, du kleiner Käfer, ist auf mir abgesehen. Ja, ich gehe jetzt lieber mal keine Risiken mehr ein. Ja. Ich könnte gerade zuschauen, wie die Teslas hier alles zerbröselt. Also. Okay. FTL wird jetzt vorbereitet. Ach du Scheiße. Okay, wir gehen schon mal in Landeposition. 60 Sekunden. Abbremsen, abbremsen, abbremsen! Tong. Rein, 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 Gas! Scheiß Raider! Scheiße! Oh, diese Kampflandungen sind echt nicht mehr feierlich! Komm schon! Komm schon! Ja. Das war gut, das war. Oh yeah. You rescued Obit against the odds. I don't wish to sound ungrateful, as we need every pilot we have. But you violated a direct order to recall and defend the Theseus. Under normal circumstances, you would be subject to a court-martial. However, I am grateful that you made it out of there alive and came to our aid when you did. You remained undetected while retrieving Obit. Unfortunately, these efforts to cover our tracks were all for nothing. I have grave news. The Cylons look like us now. A Cylon agent detonated an explosive device near our fuel lines. We nearly lost the Theseus, but the damage was contained. The Cylon agent was jamming wireless communications and transmitting our position to their fleet and signaled for the boarding action. This machine was neutralized. Our recalled recon flights have confirmed devastation on PyCon and Tauron. PyCon fleet headquarters were destroyed in the initial attacks. We have received messages that surviving colonial assets are currently being marshaled in orbit of Virgon. Our top priorities are to replenish Artillium reserves and establish contact with the fleet. We do not have enough fuel to jump to Virgon, and we will be unable to maintain combat operations with our current supply. Okay, Übersetzungspart. Du hast Obit gerettet, gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Ich will nicht unglücklich, undankbar anhören, aber als wir jeden Piloten, da wir jeden Piloten brauchen, den wir haben, aber du hast gegen einen direkten Befehl verstoßen, zurück zur Theseus zurückzukehren und sie zu verteidigen. Unter normalen Umständen wäre ich nun ein Fall für das Kriegsgericht. Wie auch immer, ich bin glücklich, dass ihr das Leben daraus geschafft habt und zu unserer Hilfe kamt, wenn wir euch gebraucht haben. Ihr seid nicht entdeckt worden, weil während ihr Obit zurückgeholt habt, unglücklicherweise war diese Versuche, unsere Deckung zu sichern, vollkommen nützlich. Ich habe schreckliche Neuigkeiten. Die Zylonen sehen nun aus wie wir. Ein Zylonenagent detonierte einen Sprengsatz in der Nähe unserer Treibstoffleitung. Wir haben fast die Theseus verloren. Aber der Schaden wurde behoben. Der Zylonenagent hat also hat unseren Funk gestört und die Position von uns zu ihrer Flotte
gesendet. Und ebenso die... Enter-Aktion angewiesen. Diese Maschine wurde neutralisiert. Unsere zurückgerufenen Aufklärungsflüge haben bestätigt, haben die Vernichtung auf Picon und Tauron bestätigt. Picon Flottenhauptquartier ist zerstört und die ersten Attacken während der ersten Attacke. Wir haben Nachrichten erhalten, dass überlebende koloniale Schiffe sich im Moment im Orbit über Virgon sammeln. Unsere Hauptprioritäten ist, unsere Thyliumreserven aufzufüllen und Kontakt mit der Flotte aufzubauen. Wir haben nicht genug Treibstoff, um zu Virgon zu springen, und wir sind nicht in der Lage, weiterhin Kampfoperationen aufrechtzuerhalten. So, vielen Dank wieder fürs Zusehen. Ich muss immer wieder sagen, die Atmosphäre in diesem Mod ist Hammer. Ich werde es jetzt wieder fortführen, abwechselnd mit Grotesque Tactics. Einen Tag Grotesque Tactics, eine Folge Diaspora, einen Tag Diaspora. Ja, Diaspora wird dann bald auch wieder zu Ende sein. Es sind, glaube ich, nur 6 Missionen, das hier war jetzt die dritte oder vierte. Also eigentlich viele Folgen werden da nicht mehr kommen. Vielen Dank an die Entwickler schon mal. Ich werde demnächst Heartlight, habe ich glaube ich schon den Link in die Videobeschreibung gestellt. Ja, also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.